Hallo. Wie gewohnt, nicht wundern, warum es in meinem Hintergrund so aussieht. Ich habe gerade Staub gesaugt und meine Decke liegt so, bla bla bla. Ich wollte meiner Community einfach mal einen lieben Gruß da lassen und einfach mal sagen, dass ihr richtig scheiße seid, ihr mir richtig auf den Sack geht. Und ihr mich einfach in Ruhe lassen sollt. Wisst ihr, ihr seid richtig abgenutzte Haushaltslappen. So fühlt sich das an. Richtig nervig. Nein, ihr seid wunderschön, ich hab euch lieb. Und was möchte ich euch noch erzählen? Eigentlich gar nichts. Ich möchte einfach nichts mehr mit euch zu tun haben. Geht einfach weg. Versteht ihr, was ich meine? Versucht mal mit euch Zeit zu verbringen, mit euch selber ätzend. Na, ich weiß, oh, ihr seid so nervig und ihr seid so uninteressant. Eure Themen sind immer so bla bla bla. Weil wenn ich im Stream sitze, denke ich mir, oh mein Gott, hör auf, darüber zu sprechen. Nein, Quatsch, ich liebe eure Geschichten, ich liebe eure Leben, ihr habt wunderschöne Leben, ihr seid wunderschön. Lasst euch nichts von mir einreden. Und jetzt weiß niemand mehr, was die Wahrheit ist. Denn was ist jetzt wahr? Mag ich euch nicht? Mag ich euch doch? Was dazwischen? Man munkelt und weiß es einfach nicht. So, jetzt habe ich euch verwirrt. Jetzt könnt ihr hoffentlich sehr gut oder sehr schlafen. Ich verrate euch nicht, was ich euch wünsche. Und falls ich irgendwann in meinem Leben, wenn ich streamen sollte, guckt ihr euch dieses Video an und fühlt euch scheiße. Und wenn ihr euch gut fühlt, gebe ich euch einen Arschtritt bis in die Walachei. Ich weiß nicht, wo Walachei ist. Ich google jetzt, wo ist die Walachei? So, Firefox, Gügli, Gügli-Mügli. Gügli heißt es so in der Schweiz, Gügli. Ich schaue mal auf Gügli noch. Walachei. So, Walachei. Walachei ist im Rumänisch veralten Valahia. Ja, schicke ich euch nach Rumänien. Könnt ihr mal sehen. Keine Ahnung, was ihr da möchtet. Deswegen würde ich an eurer Stelle mal ganz vorsichtig sein. Fräulein Linas und sowas. Ne? Hier. Was ist das? Transsilvanien. Das kenne ich von Benjamin Blümchen. Das ist gar nicht richtig. Tansania. Da kommt seine Familie her. Aber war Benjamin Blümchen. Hatte doch irgendwas mit Transsilvanien zu tun, oder nicht? Bibi Blocksberg? Also ich weiß, ich kenne den Film Transsilvanien und so. Aber kennen wir das nicht von vorher schon? Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Auf jeden Fall geht euch das sowieso gar nichts an. So, 3 Minuten habe ich jetzt voll. Gut. Ich habe alles erledigt. Meine Aufgabe ist erledigt. Ich habe 3 Minuten mit euch geredet. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht von mir. Mehr habt ihr einfach nicht verdient. So, meine Nase juckt. Ah, ich muss mehr koksen. Spaß, ich kokse nicht. Das ist wahr. Das ist tatsächlich wahr. Ich habe nur eine Allergie. Gekokst habe ich noch nicht. Ich habe mir damals, als ich mit meiner Freundin unterwegs war, Sprite durch die Nase gezogen. Danach habe ich das mal mit Taschentuch, nee, mit Toilettenpapier getrocknet. Und ich sage euch eins, danach hat Toilettenpapier für mich immer nach Sprite gerochen. Macht es nicht nach, Kinders. Oder doch, ist mir eigentlich voll egal. Ich bin halt echt nicht eure Erziehungsbeauftragte. Wenn ihr davon sterbt, ist es halt nicht mein Problem. Ihr habt ein eigenes Gehirn zum Nachdenken. Stirbt man von Nase? Okay. Stirbt man von Salmonellen, das ist das Erste. Okay. Stirbt man von Sprite durch die Nase ziehen? Also so ganz, ja, ich vertraue euch eurem Gehirn doch nicht. Ihr seid nicht gerade die klügsten Menschen der Welt. Das Erste ist jetzt Ritalin tatsächlich. Bei wie viel Milliliter Codein wird es gefährlich? Codein durch die Nase ziehen. Ah ja. Also es gibt zumindest kein Sprite durch die Nase ziehen. So. Kann man DXM durch die Nase ziehen? Ich habe nach Sprite gesucht. Jetzt finde ich hier irgendwas über Kokain. Also, ich bin mir nicht so sicher. Ich vertraue eurer Intelligenz doch nicht. Macht's doch lieber nicht nach. Einfach. Da lasst es einfach lieber bleiben. Da lasst es lieber bleiben. Ich habe nichts gesagt. Ist dieser Content hier für über 18-Jährige? Nein? Okay. Kinder, nicht nachmachen. Dann kriegt ihr nämlich mehr Nasenhaare. Und das möchtet ihr nicht. Real Talk. Möchtet ihr nicht. Dann seht ihr aus wie ich.
müsst ihr euch immer so Nasenhaare zupfen und alles. Und dann vergesst ihr das und dann seht ihr aus wie Goldberg. Okay, das wäre schon wieder witzig. Nein, macht es nicht. Ich gehe jetzt einfach. Hier, guck mal, Gabel mit Nutella. Okay, ich bin jetzt weg. Tschüss. Adios, amigos. Spaß, ihr seid nicht meine Freunde. Okay, tschüss.